Hallo Leute, ja, wir sind hier und haben die Linie 29 revolutioniert. Das war hier mit dem Zug, ne? Da wollten wir letztes Mal schauen. 90 und 21 Passagiere stehen hier und da müssen wir gucken, wie das sich so ergibt mit dem Zug der Linie, weil wir hatten da ja, nee, der war nicht konfigurieren, sondern wir müssen in die Linie rein. Und da sehen wir, dass da zwei Züge fahren und wir hoffen, dass die passend da die Passagiere hin und her befördern. Das war unsere Sache, die wir jetzt gucken müssen. Aber ihr schaut jetzt das Logo und dann gehen wir aufs Großbild. So, dann schauen wir mal. Also das war jetzt schon mal klar. Jetzt müsste man mal gucken, der fährt mit zwei Passagieren und ist wo? Ist hier, fährt da hoch, okay. Und wo ist der zweite Zug? Den kann ich jetzt natürlich nicht sehen. Da muss ich erst auf Linie hier und dann auf den. Und der fährt dort hinten und hat 59 Passagiere. Okay. Da sind schon mal ein paar mehr. Müssen wir nur gucken, dass das finanziell sich dann rentiert, ne? Hier haben wir 1,2 Millionen Miese. Und hier haben wir 1,1 Millionen Miese. Ich weiß nicht, ob sich das am Ende rechnet, aber ich will es mal hoffen, ne? Wer fährt denn jetzt zuerst in den irgendeinen Bahnhof rein? Ich glaube, er jetzt hier, der hat eine Wendeschleife, ne? Ja, das ist ja hier. Wir stehen da. Nach Pelling stehen 16. Das ist die Richtung nach da. Das heißt hier, da muss man mal gucken, wie wir aussteigen und einsteigen, ne? Der überhaupt nicht, dass der da nachher zu kurz ist, der Zug, ne? Ne, der passt noch im Bahnhof, alles gut. So, jetzt sind 71 drin und der fährt auch weiter, okay. Dann würde ich jetzt gerade noch den zweiten mir angucken. Der hat nur zwei und er wartet gerade irgendwo, dass er hat Gegenverkehr, okay. So, jetzt müsste es weitergehen. Schauen wir mal. Also der fährt ja jetzt hier hin und dann müssten da wie viel stehen nach Nemeck? Ne, nach Nemeck, nicht nach Nemeck, nach Hallandorf 52, okay. Leitzkau ist da hinten runter, sind 108. Da warten natürlich jetzt schon reichlich, ne? Lass mal gerade schneller laufen. So, der nimmt nach Hallandorf jetzt alle mit, ne? Ja. Und hat jetzt dann die 55 drin. Die zwei sind tatsächlich ausgestiegen. Und wo ist der andere? Der kommt jetzt hier. Hat 71. Ich hoffe, da steigen einige aus. Und hier bleibt nachher keiner stehen, die nach Leitzkau wollen, ne? Dann haben wir nämlich ein Problem. Einmal schneller, bitte. Da kommt der Zug jetzt. Nach Leitzkau stehen jetzt 114 und die kann er gar nicht alle mitnehmen, weil nur 99 reingehen oder wie war das? Ja, das ist so. Dann wird er wohl voll besetzt gleich sein, oder? Und dann stehen tatsächlich noch welche nach Leitzkau, die leider nicht mitgenommen werden können. Ja, die müssten jetzt voll werden, ne? Oder der muss jetzt voll werden. Ist er auch. Das ist schlecht natürlich, wenn jetzt hier noch welche stehen, ne? 38, 39 stehen sogar immer noch mehr da. Oh, das ist nicht gut. Das heißt, das ist tatsächlich sogar noch ein Zug zu wenig, oder wie ist das? Der hat jetzt hier 383 plus. Da bin ich gespannt, wie das wird. Geld wäre jetzt nicht die Rolle, noch einen dritten draufzusetzen, ne? Vielleicht sollten wir das tun. Neues Fahrzeug, Passagiere, Doppelstockwagen, Zugkombination, elektrisch ist der. Ach, guck mal, da gibt es noch einen anderen jetzt. Dualstock, 200 km/h, Kapazität 198. Vielleicht sollten wir den dann mal austauschen, oder? Und die Geschwindigkeit ist natürlich auch eine ganz andere, ne? Oder? Wie war das hier mit? Wo ist denn hier die Geschwindigkeit jetzt gerade? Länge, ach da 130 und der fährt 200. Das ist natürlich eine andere Hausnummer, ne?
Ach so, der kostet mal eben 41 Millionen, obwohl wir die tatsächlich auch hätten. Der kostet 19, ne? Das ist auch das Doppelte, ne? Das würde bedeuten, wir müssten erstmal den auswählen. Nee, lass die nochmal fahren und dann warten wir es ab. Wir müssen erst anderes noch updaten, denke ich. Fahrzeugstatistiken, Alter, und hier haben wir jetzt einen Zug mit 9. Ah, nee, das sind Fahrzeuge tatsächlich. Auf Linie 10. Und verwalten wir die Linie mal. Nee, Fahrzeuge verwalten nicht Linie. Wählen wir alle aus. Und ersetze gewählte Fahrzeuge. Cargo. Was war da mit drinne? Kohle. Der kann keine Kohle. Der auch nicht. Der kann alle Güter, okay. Und der könnte auch die Kohle. Fährt 100, fährt 100. Ich glaube, der wäre sogar der bessere. Aber 12, ne, 12, Kapazität 32, Kapazität 38 hierfür. Also 7 Millionen und alle sind ersetzt. Ist noch die Frage, okay, 266 und 55, 65 haben wir. Der ist gerade leer. Der ist voll. Natürlich jetzt mit 15 Tonnen weniger. Warte mal, dann nehmen wir doch den, der leer war, ne? Wo fährt er jetzt lang? Hier. Okay, der wird hier lang fahren. Ah, da kommt, es steht gerade einer auch. Dann können wir den nehmen. Der ist auch voll. Okay, das heißt, da kommen auch genug Sachen hier rüber. Das wird ja hier hingebracht. Und hier Transport ist eigentlich relativ gut. Aber okay. Kommt halt, ne? 100% Transport und hier ist Pellington Kohlebergwerk. Wo ist das? Ah, das ist dieses. Das bringt nicht genug. So, wer Linie 18 ist hier? Die sind 22 Jahre alt. Das heißt, die werden auch ausgetauscht werden, wohl wahrscheinlich als nächstes, ne? Obwohl, nee, das dauert noch. Da sind wir erst bei dem hier jetzt. Wo fährt der jetzt? Der hat Stahl. Und ist voll. Das heißt, der Zug muss ausgetauscht werden, auf jeden Fall. Elektrisch. Cargo. Elektrische Zugkombination gibt es nur in da. Also Cargo müssten wir selber machen. Ja, das wäre unser Zug, denke ich mal dann, oder? Den brauchen wir nicht, der ist zu schnell. Ja, der ist stärker. Und wie viel ist der hier? Okay, 500. Lebensdauer 49 Jahre. Ich glaube, das können wir vom Finanziellen nicht, wenn wir da noch Waggons dran hauen, ne? So, da brauchen wir jetzt noch Stahl. Das wäre zum Beispiel der, der fährt auch 160. 60 Kapazitäten. Ah, ich kann ja hier Güter auswählen, ne? Ah, gibt nur den und den. Ja, dann nehmen wir den, ne? Ah, ich habe die Lok eben nicht ausgewählt. Na super. Wo ist sie denn jetzt, die Lok? Ach so, hier. So, den. Mit 160 passt. Und dann hier Stahl. Cargo. Und der.
Ja, das sind jetzt 137 Meter. Ich glaube, das kaufen wir mal. Kein elektrischer Weg, okay. Wo fehlt's denn da dran? Wo fehlt es da dran dann? Hier ist überall elektrisch, ne? Hoffe ich mal. Da ging es ja nicht weiter, ne, oder? Ne. Das heißt, hier fahren sie elektrisch. Das kann ja nur das letzte Ende sein, elektrischer Weg. Dann hier muss es irgendwo hapern, oder? Stahlwerk. Und wo ist denn hier kein elektrischer Weg, bitteschön dann? Ah, hier fehlt es in diesem Gleis. Okay, das heißt, wir müssen da Hochspannungsleitung machen. Nee, das müssen wir hier aufrüsten. Konfigurieren. Was ist das? Standardgleis mit oder begrenzter Geschwindigkeit. Für höhere Geschwindigkeit. Okay, und wie geht upgraden? Aber gar nicht, oder was? Oh, das ist ja jetzt was. Kriege ich das denn jetzt geupgradet? Sag nicht, ich muss das jetzt abreißen. Nein. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Kann ich STRG Z drücken und das wird rückgängig gemacht? Natürlich nicht. Ah. So, ja, dann muss ich doch das abreißen, oder? Jetzt verschwindet die Ladung, das kann doch nicht sein, oder? Ich hoffe, da kommt jetzt auch wieder was. Also jetzt kann er auf jeden Fall getauscht werden, meines Erachtens. Nur jetzt steht hier nichts, ne? Ach, okay, das liegt jetzt hier auf der anderen Seite, oder wie sehe ich das? Oh, wow. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, was wir da falsch gemacht haben. Nochmal das Ganze, oder? Elektrisch. Nee, Cargo. Ach so, hier ist Stahl ausgewählt. Deswegen funktioniert das wieder mit dem Zug nicht. Elektrisch. Der. Hinzufügen. Dann Cargo. Den finden wir jetzt auch alleine, ne? Ja. So. Ersetzen. Kein elektrischer Fahrweg. Wo sehe ich das denn jetzt, bitteschön? Ach, jetzt sag nicht, dieses Gleis ist auch noch ohne. Na, das ist ja jetzt super cool, oder? Oh Mann, ey. Hier ist. Ne, da ist doch noch Oberleitung, oder? Aber nicht bis zum Ende, ey. Oder? Vielleicht ist da das Problem zu suchen? Meine Güte. Das ist ja jetzt der Hammer, oder? Ne, den war das, glaube. Tja, jetzt steht das da auch. Jetzt ist der Zug nur weg, ne? Der wartet jetzt auf Details, ne? Ja. Zum x-ten Mal jetzt. Den. Cargo, den.
Und jetzt kaufen. Und jetzt geht's. Jetzt macht er auch nicht mehr so einen Krach. Okay, der fährt jetzt mit der Hälfte da erst nur hin. Naja, ist egal, das lassen wir so. Gut, ja, das funktioniert jetzt tatsächlich, seitdem wir diesen Bahnhof dann umgebaut haben. Was haben wir hier für eine Meldung? Züge blockieren sich gegenseitig. Wo sehe ich das? Zug 1. Okay, das ist schade. Dann lass den mal gerade noch mal drehen, dann muss das klappen, oder? Dann fährt er sowieso dann noch mal rein und wird geladen, oder? Ich will es hoffen. Einmal schauen. Einmal schauen, ob dem so ist. Das wäre ja auch nicht verkehrt, wenn er dann noch voll hinfährt, ne? Ja. So, und der andere Zug ist hoffentlich jetzt weg und steht da nicht mehr. Der fährt tatsächlich auf der Spur, ne? Eigentlich ist das verkehrt, oder? Da wechselt er die Spur. Warte mal, dann lass uns das mal gerade checken hier. Hier muss ja dann irgendwo ein Haltsignal falsch stehen oder gar kein stehen. Der muss doch hier die Spur dann wechseln, oder? Und das kann er nirgendwo, oder? Da liegt unser Problem. Krümmung zu groß. Das geht alles nicht. Wenn der da rauskommt, kann der hier leider nicht darüber, oder? Kriegen wir das hier irgendwo hin? Oh, sieht aber so aus, dass es hier geht, ne? Ja, jetzt haben wir auch die schnelle Gleise genommen, auch gut, ne? Ich hoffe, dass da auch der Draht oben ist. Keine Warnung, ja, super. Gut, okay, ich würde mal sagen, wir lassen es jetzt laufen. Für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.